Tolle. Bisschen Tonne, ne? Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zoo Einblick aus dem Karlsruher Zoo. Henry und ich begrüßen Sie wieder ganz herzlich zu dieser neuen Ausgabe. Ich möchte Ihnen heute mal etwas über die Situation unserer Tierpfleger erzählen. Dazu lasse ich den Henry erstmal zu unserem Timo hinter der Kamera fliegen, damit ich mich etwas besser konzentrieren kann. Ja, in Corona-Zeiten ist es nicht einfach für unsere Tierpfleger und ich bin wirklich sehr dankbar, dass wir so ein motiviertes Team hier im Karlsruher Zoo haben. Normalerweise fangen wir unsere Tierpfleger um 8 Uhr morgens an zu arbeiten. Da kommen sie alle zusammen, treffen sich im Betriebshof, aber das geht derzeit nicht. Wir haben die Anfangszeiten unserer Tierpfleger gestaffelt. Das heißt, um 7 Uhr beginnt das erste Revier, das zweite um 7:15, um 7:30 das nächste. Jedes Revier für sich, damit kein Kontakt innerhalb der einzelnen Reviere stattfindet. Genauso ist es dann in der Kantine zur Mittagszeit und zum Feierabend hin. Das ist eine besondere Situation und Herausforderung unserer Tierpfleger. Ja, normalerweise arbeiten sie immer ganz eng zusammen und jetzt haben wir sie leider trennen müssen. Die Tierpfleger sind jetzt in dieser Zeit auch etwas ganz stark gefordert. Die höher entwickelten Säugetiere, und da zähle ich die Menschenaffen dazu, da zähle ich die Eisbären dazu, die müssen wir jetzt in diesen Zeiten besonders beschäftigen. Und dazu haben sich die Tierpfleger ganz besondere Dinge einfallen lassen. Heute schauen wir mal beim Eisbär Cup vorbei, was sich der Tierpfleger hat einfallen lassen, damit er beschäftigt ist. So, hier haben wir eine Eisbombe für unseren Cup, unseren Eisbärenmann. Wir kommen jetzt gleich rausgelaufen. Und als Beschäftigung ist das so eine schöne Beschäftigung, wie gesagt, weil er kann sich sehr viel da rumkauen. Da ist jetzt Fisch drin und Fischblut. Und wieder, das schmeiße ich gleich ins Wasser rein. Ich hoffe, dass er noch vom Wasser rausholt. Und dann hat er locker da seine 10 Minuten Beschäftigung. Und ich hoffe, wie gesagt, hat er ein bisschen Spaß mit, weil aktuell steht er sehr gut auf Fisch drauf. Da ist sehr viel Makrele drin. So, dann schmeiße ich es rein. Gerade haben Sie Thomas Ramm erlebt, wie er mit dem Eisbär interagiert, wie er ihn bei Laune hält. Und das ist ganz wichtig. Das macht Thomas Ramm als Reviertierpfleger wirklich ganz toll. Und wir beide sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.